Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon wieder Tierlist. Und ja, mir hat im Stream einer hat gesagt, ich glaube, es war bei Salen, mach mal eine Tierlist von Fall Guys. Oder war das Laxomon? Einer von den beiden. Und da habe ich mir gedacht, ja, Fall Guys Minigames. Und das machen wir heute. Ihr seht, es gibt 3x8 sind 24 plus 1, 25 Minigames. Und die werden wir hier einranken und gucken, was das beste Minigame in Fall Guys ist, ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch an mit Block Party. Block Party ist ein geiles Game. Kommt ab und zu so ein bisschen knifflige Stellen, aber eigentlich schon chillig. Die Mitte ist zwischen B und C, deswegen würde ich hier erstmal auf ein gutes B packen. Also so ein bisschen über die Mitte, weil so krass ist es auch nicht, aber ja, ist schon nice auf jeden Fall. So, Door Crash, einmal Gate Crash, es ist auf Englisch, aber werde schon checken. Gate Crash ist halt boring, du ballerst nur gegen Türen. Würde ich sogar vielleicht, ganz unten ist es nicht, aber es ist schon so ein gutes D. Es ist schon ziemlich shit. Oh, sorry. Das habe ich gemeint. DoorDash, tut mir leid. Bisschen verwirrend, so. Gate Crash ist natürlich geiler, weil das ist schon ein bisschen mehr Parkour ähnlich. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist... Ja, auch auf B, safe. Art hieß es nicht, aber es ist, würde ich sagen, gleich wie Block Party, würde ich jetzt mal so sagen. Egg Scramble. Ich muss jetzt auf Englisch sagen, weil ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt zum Teil. Egg Scramble würden die meisten wahrscheinlich zwischen F und D packen. Ich mag das aber eigentlich. Ja, obwohl, was heißt ich mag, aber es ist so ein geht so. Aber besser als DoorDash auf jeden Fall, ist ein C, safe call. Fußball. Fußball. Ist sehr kritisch, ist halt ein Team-Game, zweier Teams, ne? Und wenn du halt hier verlierst, du bist legit der toxischste Match der Welt gefühlt. Aber die Idee ist schon geil. Aber ich würde es auch auf C packen, genauso wie Egg Scramble, weil ich feiere das auch nicht so hart. So, ihr müsst mir jetzt alle zustimmen. Krone ist das beschissenste Minigame. Zugleich auch beschissenste Finale, was es gibt für mich. Es ist safe einfach nur F, weil einfach erstmal F in Chat und das ist einfach echt, das ist einfach ein Schmutzfinale und Schmutzgame. So, Kraxler. Kraxler ist echt geil und ich feiere das richtig immer, wenn es kommt. Das ist so geil. Ich überlege gerade, ob ich es S mache, aber nee, S ist, glaube ich, nicht würdig. Ah, ist schon ein sehr, sehr geiles Minigame, aber ist glaube ich, gut auf A aufgehoben. Fruit Shoot. Fruit Shoot. Habe ich am Anfang echt nicht enjoyed. Mittlerweile ist es okay, weil ja, das ist auch ein bisschen Luck-Game, muss man sagen. Du darfst halt nicht von den Dingern getroffen werden. Da gibt es aber jetzt nicht so viel Skin. Du musst halt nur oben drücken und dann hoffen, besser RNG, dass es nicht getroffen ist, ne? Ist auch ein C. Mit Fußball und glaube ich, ist gut aufgehoben, ja. Hitparade, das ist ganz geil. Ich würde sogar das genauso wie Gate Crash und Block Party packen. Ja, das sind so die ersten Games, sag ich mal, die zwei hier. Und die sind schon even, würde ich sagen. Die machen auch auf jeden Fall Bock. Ja. Oh, TNT Run. TNT Run ist das legit beste, fast schon top tier, wenn schon das beste Minigame, was ich kenne. TNT Run macht einfach so Bock und wenn du gewinnst, das ist so ein geiles Gefühl. Und ich feiere das. Das ist auch eine gute Idee. Und ja, TNT Run muss S sein, Fact. So, jetzt haben wir hier Hordas. Uff, das ist echt Abschaum. Also dieses Minigame ist echt shit. Ich würde echt sogar das hier auf D lassen, weil nichts trifft einfach voll Mountain, aber das ist schon echt mies, langweilig und Bock gar nicht einfach nur. Hoopsie Daisies. Hoopsie Daisies ist ein geiles Game. Und es kommt auch immer kurz vor Finale. Ich glaube, das kommt immer so, wenn noch 15 Spieler da sind oder so 12 oder so. Das ist schon geil. Und ich würde das auch hier hinpacken auf B. Es ist so ein bisschen besser als die Mitte, aber ja, so halt. Jinxed. Ja. Ja, Jinxed. Ja, das ist auch nicht so geil, ne? Wenn das kommt, ist man eher so, oh, nicht das schon wieder. Ja, ich würde es auch hier hinpacken mit Hordas und so, glaube ich. Jinx ist auch nicht so geil, wirklich. Jump Club ist ja so ähnlich wie dieses andere
Finalding da, ne? Jump Showdown, kommen wir auch gleich zu. Jump Club ist geil. Und Jump Showdown ist auch mega geil, ne? Ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen. Die beiden Final-Games, wenn die kommen, ist, glaube ich, ist geil für jeden, oder? Das ist schon echt geil. So, Perfect Match ist halt, ja, Memory. Was sollst du machen? Ja, muss auch so ein Strategiespiel geben. Ja, ist okay, weil es ist immer so ein Game, dass du so den Weg zu dem fünften Game überbrückst, halt besser zum Finale, aber manchmal, also es ist schon gut so zum Trollen, aber meistens fällt hier auch keiner runtergefühlt, aber trotzdem würde ich es B packen, weil es ist schon okay so. Rock'n'Roll finde ich geil, ist auch ein nices Ballspiel. Rock'n'Roll will ich safe auch mit Slime Climb und diesen Kreisen, nenne ich das jetzt immer, setzen. Ich finde Rock'n'Roll schon geil. Wirklich, das ist schon cool. Roll Out. Boah, da gibt es einen lustigen Clip. Ich darf den aber jetzt gefühlt nicht einblenden. Roll Out. Ja, ist auch eigentlich ganz einfach. Und ich würde Roll Out, deswegen. Nee, also C kann ich safe nicht setzen, weil es ist nicht mit Fußball und so zu vergleichen. Es ist auch ein B. Es ist auch auf jeden Fall ein B. So. Dizzy Heights. Das mag ich gar nicht, vor allem das Ende. Das Ende ist so, ja, du wirst nach links geschleudert, dann rechts nach links und dann, wenn du gegen die Wand gepresst wirst, kommst du nicht mehr hoch. Mag ich auch gar nicht, deswegen so ein G zur Mitte C. Ja. Royal Rumble, das ist das finale Game, oder? Ja, das ist das finale Schweins-Game. Ist auch einfach nur Schmutz, weil die Grafik buggt und die Leute stehlen dein Schweins von 10 Metern und du kannst, wenn du das einmal berührst, wird es dir nicht angezählt, sag ich mal. Deswegen auch komplett verbuggtes Game, immer noch nach dem Patch leider und muss auch mit, tatsächlich auch mit Krone runter. Ja. Haben wir auch Wippen. Wippen ist auch sau langweilig. Also wenn du hier am Anfang spawnst, wenn du zuerst da spawnst, dann ist es clean as fuck. Kannst du alles durchrushen, aber wenn du hinten spawnst, ist es halt so boring und das ist so. Nee, also hier würde ich es noch nicht machen, weil das ist so okay. Deswegen D. Seesaw, ja. Ja. Tail Tag. Ja, es ist wenigstens ein bisschen besser als das Finale, weil Finale gewinnt ja nur einer. Das ist, finde ich, auch dumm, dass das ein Finalspiel ist. Aber das im Teams macht tatsächlich Bock, auch wenn es da immer noch auch verbuggt ist. Aber das macht tatsächlich Bock. Aber es kommt sehr selten, ne? Deswegen, ich würde das hier auf ein gutes B setzen. Ja, okay, nee. Auf C, weil ohne den Bugs wäre das wirklich B-Tier. Aber es gibt halt noch Momente, wo du den Schwanz einfach nicht grabben kannst, ne? No homo. Oh! Tailtag? Ah, es gibt ja drei von denen. Stimmt. Okay, my bad. Das kommt hier runter und Team kommt hier mit C. Stimmt, es gibt ja drei von denen, lol. Krass. Dann haben wir Tiptoe. Ja. Das ist auch, also da kann ich, da muss eigentlich nur der Masse folgen. Das ist auch ein cooles Spiel. So vor dem Finale noch. Wenn du dich nicht allzu dumm einstellst, kannst du eigentlich hier immer vorankommen. Einfach mit der Gruppe laufen und gucken, wie viel rüberkommen und dann so mitlaufen, dass du noch in dich ins Ziel bewegen kannst. Das ist auch ein gutes Game. Ich würde auf jeden Fall das Tiptoe auch auf A machen, weil das ist, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und ja, also wirklich, zu, ich kann sagen, glaube ich, 80%, wenn ich das gespielt habe, bin ich hier auch durchgekommen. Wenn ich mir jetzt, würde ich jetzt sagen, vielleicht 70, aber auf jeden Fall öfter als gewonnen als weniger, ja. Whirly Gig. Das ist eine coole Map. Ich sag jetzt auch einfach gleich mit Hitparade und den Early Games. Ja, das hier ist meine Tierliste für die Minigames in Fall Guys. Ihr seht, TNT Run und Kreisel, die beiden Finalgames sind auch die geilsten. Wenn das kommt, wenn eines von denen kommt, das ist einfach nur geil. Ja. Das sind halt die schlechtesten, obviously. Und hier gibt es halt so einen Mix, ja. Leute, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welche Games ihr am besten findet. Schreibt mal gerne eure besten drei in die Kommentare. Und wenn es hier
nicht TNT Rerun oder Chrysal drin ist, Leute, ihr seid einfach lost. Ja, aber auf jeden Fall, danke fürs dabei sein. Ihr könnt gerne auch liken, vielleicht Abos oder... egal, hier Outro einfach, scheiß drauf. So Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Hier kommt jetzt noch ein Video. Hier unten ist ein vorgeschlagenes Video für euch. Und da müsst ihr noch abonnieren. Oder beziehungsweise hier. Egal, auf jeden Fall, Leute. Ihr müsst jetzt hier draufklicken, ne? Müsst ihr machen jetzt.